Und herzlich willkommen hier bei Bird of Play. Ich bin der Lutz und ja, es ist mal wieder Zeit für die offizielle Raumschiffsammlung. Ausgabe 16 und 17, auf die musstet ihr relativ sehr dolle lang warten, weil meine erste Lieferung verschütt gegangen ist und die habe ich bis heute im Übrigen auch nicht erhalten. Aber dafür habe ich was anderes erhalten. Und zwar Ausgabe 18, die USS Enterprise NCC 1701E. Ja, die kam sehr, sehr schnell hinterher geflogen. Das ist doch sehr schön. Ja. Sovereign Class, Stapellauf war 2372, Länge des Schiffes ganz schön lange 685 Meter und Anzahl Decks 24, 26, 29. Ja, es variiert. Ja, Registrierung NCC 1701E. Sovereign Class Konstruktion war in den Flottenwerften von San Francisco Erde, nicht Utopia Planitia. Das ist doch mal eine kleine Besonderheit, ne? Stapellauf war, wie gesagt, 2372, Länge 685 Meter, Anzahl Decks 24, 26, 29. Was ich sehr interessant finde, denn in Star Trek 8, in First Contact, sagte Picard zu der Wiese Lilly, das Schiff hätte 24 Decks. Als dann der Sicherheitsoffizier, der gerade gegen die Borg gekämpft hat, auf die Brücke kam, sagte er, die Borg hätten Deck 26 eingenommen und in Star Trek Nemesis hatten wir dann sogar 29 Decks. Könnte man sich bitte mal entscheiden? Nein, es ist tatsächlich so, dass man bei First Contact noch nicht wirklich wusste, wie viele Decks hat nun das Schiff. So, nur mal so, kleiner Fun Fact am Rande. Höchstgeschwindigkeit ist Warp 9,95. Die Bewaffnung besteht aus Typ 12 Phaserbänken, Photon-Torpedos und Quantentorpedos. Und der Kommandant ist natürlich Captain Jean-Luc Picard. Und man muss noch mal eins dazu erwähnen, diese Typ 12 Phaserbänke sind tatsächlich in der Lage, sich selbst zu remodulieren nach jedem Schuss. Ähnlich wie der U-Mod aus dem Spiel Star Trek Voyager Elite Force, was dem Schiff natürlich einen extremen Vorteil gegenüber dem Borg verschafft. Und genauso ist es auch, dass sich die Schutzschilde nach jedem Treffer neu remodulieren. Das finde ich sehr interessant. Das hat mir jemand in die Kommentare geschrieben. Es tut mir leid, ich habe deinen Namen gerade nicht parat. Aber er sagt mir, es stehe hier drinne und es steht hier drinne. Finde ich sehr, sehr interessant, dass die Enterprise E das kann. Ja, die Enterprise E ist ein elegantes und schlagkräftiges Schiff, das es sogar mit dem Borg aufnehmen konnte. Deswegen konnte sie sich selbst remodulieren. Und spätestens nach Star Trek 7 haben wir ja gelernt, wie wichtig es ist, die Schutzschilde remodulieren zu können, nicht wahr? Ja, da unten haben wir Captain Picard. Die Enterprise E war das dritte Raumschiff unter dem Kommando von Jean-Luc Picard, der von der Enterprise D auch gleich seine erfahrensten Offiziere mitbrachte. Die Enterprise E trug maßgeblich zur erfolgreichen Verteidigung der Erde bei, gegen die Borg und die Romulaner bei. Das eine bei ignorieren wir jetzt einfach mal. Und da setzte während des Dominion-Krieges unschätzbare Dienste. Im diplomatischen Bereich höchstwahrscheinlich nur. Nein, egal. Genug darüber gemeckert. Ja, da oben haben wir die Enterprise E. Ihren ersten Auftritt, was ich nämlich mal sehr interessant finde. Das da oben ist das Original-Studio-Modell und so ziemlich jede Szene, die nicht, ich glaube, hier haben sie noch das Original-Filmmodell genutzt und wo die Enterprise ihre Bahn um die Erde zieht, sämtlichste Kampfszenen wieder oben sind computeranimiert. Fand ich interessant zu erfahren. Steht, ich weiß nicht, ob es jetzt hier im Schiff steht, aber ich hab's von YouTube. Hat John Eves bei Trackyards erwähnt, dass das mit dem Filmmodell so ein bisschen, naja, man hat es ein bisschen schäbig behandelt, würde ich jetzt nicht sagen, aber man hat es nicht so sehr oft genutzt, wie man denken könnte. Captain Picard führt bis zum Ende seiner Karriere das Kommando an Bord der Enterprise E. Einige seiner erfahrensten Offiziere verließen das Schiff jedoch schon früher. Commander Riker wurde endlich zum Captain befördert und erhielt sein eigenes Kommando, die USS Titan. Commander Data opferte sich im Kampf gegen Shinson. Ja. Hauptsystemmonitor, ja, hier haben wir mal den Aufbau des Schiffes und ich habe mal eine Frage an euch, das wäre schön, wenn ihr mir die beantworten könntet. Was ist das?
Ich habe ja erst gedacht, das ist der Warpkern, aber den Warpkern haben wir natürlich hier unten. Und ich wäre jetzt auch ziemlich dämlich, den Warpkern direkt unter die Brücke zu packen. Dann habe ich gedacht, das könnte irgendwas mit dem Turbolift zu tun haben. Also wenn ihr wisst, was das hier für eine Röhre ist, hat das was mit dem Turbolift zu tun? Ist das irgendwas anderes, was ich jetzt gerade übersehe? Schreibt es mir mal bitte in die Kommentare, was das für eine Röhre ist. So, PS, ich habe mir das Heft nur oberflächlich durchgelesen, nicht, dass es vielleicht im Heft steht. Ja, hier haben wir nochmal den Aufbau der Enterprise E. Und hier im Heft steht drinne, hier, die Enterprise hätte tatsächlich 10 Torpedowerfer. Und ja, Frage, wo sind die alle? Also ich habe gewusst, dass sie hier vorne ihren Quantentorpedowerfer hat und dass sie hier hinten irgendwo einen Torpedolauncher hat und das war schon so ziemlich alles, was mir aus dem Hut einfiel, als ich dann nochmal ein bisschen Star Trek Nemesis geguckt habe, fiel mir auf, dass die Enterprise E hier unten auch nochmal einen Torpedowerfer hat. Aber Leute, gut, das werden jetzt, wenn diese ganzen Torpedolauncher, die ganzen Photonentorpedolauncher, will man mal dazu sagen, doppelt sind, dann wären das ja schon mal fünf. Wo sind aber die anderen fünf? Habe ich mich echt gefragt. Ich habe keine Ahnung. Ach so, stimmt ja. Über den Shuttle-Hangar war noch ein Torpedowerfer. Ja, ich erinnere mich. Das war auch der hintere, den ich meinte. Ja, was ich sehr interessant finde hier an diesem Bild ist, hier unten, 10 vorne. Ich wusste gar nicht, dass die Enterprise E über 10 vorne verfügt, genauso wie die Enterprise D. Beziehungsweise, dass das hier vorne das 10. Deck ist. Finde ich interessant. So, Konzeptzeichnungen. Ja, wir sehen ja schon, das müssten hier wohl schon die so ziemlich die endgültigsten Entwürfe sein für die Enterprise E. Da sieht sie schon sehr Enterprise E-mäßig aus. Ja, was ich sehr interessant fand, John Eaves wollte eigentlich für die Enterprise E eine langgezogene Enterprise D haben. Wie hier oben zu sehen ist, die Triebwerke ziemlich kurz, dafür die Untertasse ziemlich lang. Ja, keine schlechte Idee, möchte ich mal sagen, weil eins hat mich schon immer irritiert an der Sternflotte. Warum hat die Sternflotte eigentlich so elend lange Warpgondeln? Zum Beispiel die Klingonen kommen doch auch mit viel kürzeren aus. Aber gut, das ist Sternflottendesign. Ja, und außerdem muss ich auch mal sagen, so vom Konzept her, was ich da oben so sehe, sieht es mit den langgezogenen Gondeln auch besser aus. Also grundsätzlich bin ich dafür, eher zu sagen, wir nehmen jetzt kürzere Warp-Gondeln als längere, aber bei der Enterprise E passen längere irgendwo besser. Tatsächlich hat sich John Eaves beim Design der Enterprise E so ein bisschen mehr an die Original-Konzeptarts der TOS Enterprise gehalten, was ich auch sehr interessant fand. Unter uns, ich wäre da nicht drauf gekommen. Gut, von der Länge her sieht sie der Excelsior etwas ähnlich, also auch vom Aufbau an sich her und die langen Triebwerke und so, aber an sich wäre ich jetzt nicht unbedingt drauf gekommen, dass er sich da an die Originalkonzepte gehalten hat. Aber ich möchte mal hier erwähnen, hier auf der linken Seite, diese Konzepte, die hat man sich hundertprozentig, nein, sagen wir mal 90%ig bei Star Trek Online nochmal zur Brust genommen, denn das Schiff hier unten erinnert mich sehr an die Regent-Klasse, die Tier 5 Refit-Version der Sovereign aus Star Trek Online. Finde ich interessant. Man hat sich also tatsächlich hier dran orientiert. Sieht jedenfalls so aus. Ja, und hier oben haben wir nochmal ein kleines Bild von ein paar Entwürfen der Enterprise E. So. Ja, aber das Filmmodell, wie gesagt, man hat es jetzt nicht so oft genutzt, wie ich gedacht hätte, innerhalb von Star Trek 8 First Contact. Wie gesagt, lediglich in den Szenen, wo sie diese Anfangsszene, wo wir sie das erste Mal sehen im Nebel, das ist Filmmodell, dann wo sie ihre Bahn um die Erde zieht und ja, das war's auch schon. Das hätte ich so nicht gedacht. Das Modell hat im Übrigen einen Sammler gekauft, der sich für Star Trek eben wahnsinnig interessiert und der hat sich dann das Original-Filmmodell unter den Nagel gerissen. Leute, ich möchte nicht wissen, wie viel Geld der hat. Das war bestimmt nicht sehr billig. Ja, wir sehen schon, Ausgabe 19 ist der klingonische Vorcha-Schlachtkreuzer, auf den ich mich schon sehr, sehr freue. Aber vorher gucken wir uns mal Wissenswertes an. Erstaunlicherweise überlebte Picards Fisch Livingston
das Ende der Enterprise D, Enterprise D und begleitete ihn auf die Enterprise E. Tatsächlich ist das eine Lüge. Man hat nämlich bei den Dreharbeiten von Star Trek The Next Generation einmal vergessen, der Tank wurde geheizt, der wo das Wasser drin ist. Der Livingston war ein exotischer Fisch, der immer das Wasser auf einer bestimmten hohen Temperatur haben musste. Das war, ich glaube, es war auf jeden Fall ein exotischer Fisch. Welcher genau, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber während den Dreharbeiten von Star Trek The Next Generation hatte man immer so Pauseurlaub. Da hat jemand die Heizung für den Tank abgestellt und da ist der Originalfisch tatsächlich gestorben. Da war ihm zu kalt. In Star Trek Der Aufstand und in Star Trek Nemesis ist der nach Produzent David Livingston benannte Rotfeuerfisch, da steht's, aber nicht zu sehen, was die Vermutung nahelegt, dass er in den Händen der Borg ein schreckliches Schicksal erleiden musste. Nein, die Borg sind ja niemals bis zur Brücke gekommen. Nein, sollte ein Scherz sein, entschuldigt bitte. Es wird häufig angenommen, dass es sich beim Hauptbildschirm der Enterprise E um ein Fenster handelt. Auf der Enterprise E wurde jedoch deutlich gezeigt, dass es nur eine Projektionsfläche ist. Lediglich im Star Trek Film von 2009 verfügt die Enterprise über echte Fenster. Ist irrelevant, ich zähle Abrams nicht zum normalen Star Trek-Universum. John Eaves hatte die Enterprise E zwar die Möglichkeit zu einer Abtrennung der Untertasse vorgesehen, filmisch wurde dies aber nie umgesetzt. John Eaves hat im Übrigen das vorgesehen. Und ich weiß, dass es tatsächlich so war, dass die Enterprise E sich in einem neueren Buch, glaube ich, sogar separieren konnte. Ich habe dieses Buch leider nicht und naja, ich muss mal ganz ehrlich sagen, muss ich jetzt jedes Schiff neuerdings separieren können? Ja, erinnere mich auch gerade an die Nase der Defiant, die sie nie umgesetzt haben als Marschflugkörper, was vielleicht auch ganz gut so ist. Ja, Fernsehauftritte, keine. Warum? Tja, das ist ein Filmraumschiff und die Macher von Star Trek wollen, dass Filmraumschiffe von normalen Serienraumschiffen immer getrennt sind. Was im Falle von Deep Space Nine, wie ich finde, ganz schön bescheuert ist, weil dann hätte man sich das mit dem Dominion-Krieg anders überlegen sollen oder die Enterprise E, oder so sagt die Sovereign-Klasse, ein bisschen später entwickeln sollen, dass Star Trek 8 meinetwegen nach dem Dominion-Krieg spielt. Aber nein. Nein. Erster Filmauftritt, Star Trek, der erste Kontakt. L Filmauftritte, der erste Kontakt, der Aufstand und Nemesis. Letzter Auftritt, Star Trek Nemesis. Entworfen von John Eaves und Henry Zimmerman. Herman Zimmerman, nicht Henry, entschuldigt. Wichtige Auftritte, Star Trek, der erste Kontakt und Star Trek Nemesis. Jawohl. Gut, das war's fürs Heft. Wir sehen uns gleich beim Modell wieder. Da haben wir wie immer den Ständer USS Enterprise NCC 1701E. Und da unten ist sie. Die gute alte Sovereign Class. Ja. Und guckt sie euch an, wenn die Kamera fokussiert. Jawohl. Heilige Mutter Gottes, ist dieses Schiff detailliert. Alter Fenne. Guckt es euch an. Wir haben hoch, warte mal, nehmen wir lieber dieses Triebwerk. Wir haben hier sogar stehen 1701E. Kann sogar richtig lesen. Hier steht nochmal ein Schriftzug. Wartet mal, ich versuche mal durch die Kamera zu lesen. Da steht wahrscheinlich nur Starship Enterprise for United Federation of Planets. Kann das sein? Ich kann es nicht richtig lesen durch den Bildschirm. Und so sehe ich gerade das Triebwerk nicht, weil es genau vor der Kamera ist. Die Bussard-Kollektoren sehen richtig geil aus. Genauso wie hier, wie immer, die blaue Fläche, wo drunter die Warpsprühen sind. Ja, das ist tatsächlich das allererste Mal, dass ich sogar sage, dass der Deflektor absolut perfekt ist. Wartet mal, ich versuche es gerade mal ein bisschen einzufangen. Dieser Deflektor, der da drinnen ist, finde ich passt perfekt zur Enterprise E. Richtig cool. Hier haben wir nochmal die Unterseite. Der Detailreichtum hier ist großartig.
Er merkt etwas, ja, na gut, das Einzige, was ich ein bisschen doof finde, sind die Triebwerke. Das sieht ein bisschen aus wie, naja, ich weiß nicht, wie ein Zebra, so, naja, da hätte man vielleicht noch ein bisschen andere Details reinpacken können, weil das sieht komisch aus, aber an sich, man will hier das Aztekenmuster darstellen, das Aztec-Pattern, ja, wie gesagt, mir fehlt irgendwie was, weil das sieht merkwürdig aus, aber trotz allem, Leute, ich sage es laut, die Enterprise E ist meiner Meinung nach das bisher beste Modell der Sammlung. Ja, ich sage es tatsächlich, ich finde sie sogar in nur ein Hauch, möchte ich mal dazu betonen, besser als die Enterprise D. Ja, das Einzige, wie gesagt, ich finde das hier ein bisschen merkwürdig, dieses. Und was mir wie immer missfällt, ist, die komplette Untertasse ist aus Metall. Und der hintere Teil ist aus Plaste, wodurch natürlich wieder der Schwerpunkt wo liegt auf der Untertasse. Ach Leute, warum könnt ihr nicht das hier auch gießen? Ich verstehe es nicht. Aber gut, das ist immer so eine Kleinigkeit, die stört mich etwas. Aber jetzt gucken wir nochmal hier, Phaserbank. Und Rettungskapseln. Ja, herrlich, die Antriebssektion. Ich liebe dieses Modell jetzt mal ohne Witz. Das ist so geil. Ja, ich möchte mal ganz kurz auch mal eins, entschuldigt bitte, ich bin eben schon wieder mit dem Triebwerk gegen die Kamera gekommen. Ich möchte auch mal ganz kurz eins erwähnen. Nach dem Sovereign Theory Video könnte man ja gleich denken, dass ich überhaupt kein Fan der Sovereign Klasse bin. Doch bin ich. Ich mag die Sovereign, ich mag bloß eben die Galaxy mehr. Und die Luna Klasse. Ja. Gut, dann gucken wir nochmal. Das Schiff von oben. Das Schiff von der Seite, mehr oder weniger. Ich hoffe, es, ihr seht genug. Von unten. Von vorne. Wartet mal. Ich mache ganz kurz die Lampe ein bisschen näher. Ah, schon viel besser. Viel, viel besser. Von vorne. Nochmal von der Seite, damit wir es nochmal vernünftig sehen. Oder halbwegs vernünftig. So, und, ah ja, von hinten habe ich es noch nicht gezeigt gehabt. Ja, also glatte 1 für dieses Modell. Das ist wunderbar. So, jetzt kommen wir zu dem Teil, den ich nicht mag. Und zwar den Ständer. Wollen wir mal hoffen, dass ich es heute mal hinkriege, ohne irgendwie großartig irgendwelche Unfälle zu provozieren. Ich habe es geschafft, ohne einen Unfall zu provozieren, Leute. Daumen hoch dafür. Nein, Quatsch. Ja, wie gesagt, Hammerteil. Das ist. Wow. Selbst jetzt, wenn ich sie so sehe, denke ich mir so: Leute, Leute, Leute. Es erinnert mich sehr stark an die Art Asylum Enterprise E von Star Trek Nemesis. Das ist ein Punkt, das habe ich gar nicht euch gezeigt. Und zwar. Es ist eine Kleinigkeit, woran man erkennt, dass das hier die Version von Star Trek First Contact oder Star Trek der Aufstand ist. Und zwar erstens, die Untertasse an sich ist sehr hell gehalten. Die Nemesis-Variante war ja eigentlich ziemlich dunkel. Und tatsächlich ist auch hier beim Shuttle-Hangar das ein bisschen anders. Und zwar, ich sag mal hier, diese Übergänge sind ein bisschen mehr bis zu der Antriebssektion reingezogen, dass das quasi aussieht, als wäre hier so eine richtige Landefläche. Müsst ihr euch vorstellen, dass hier wie so eine Art Bogen, möchte ich jetzt sagen, ist zwischen der, zwischen dem Impulsantrieb und dieser Ecke hier, dass das mehr ineinander übergeht. Außerdem sind die Triebwerke bei der Nemesis-Variante verschoben. Ein bisschen nach oben und ich glaube nach vorne. Ja, das hier ist eindeutig die Star Trek First Contact oder Star Trek Insurrection, also Star Trek 8 und 9 Variante. Finde ich interessant, dass man sich dazu entschlossen hat, die erste Variante zu nehmen, anstatt die zweite. Was vielleicht auch ganz gut so ist. Gut, also das ist sie, die Enterprise E. Wie gesagt, es ist eine Hammer. Modell, wirklich absolut der Hammer. Und ja, mal gucken, ob die Klingonen da im nächsten Teil mithalten können. Also, bis dann. Ciao. Von Ihnen hätte ich mehr erwartet. Sie bekommen mehr. Mr. Worf?